Wir sind hier im ehemaligen Stellwerk drin, das früher in Konstanz war. Und heute fährt leider kein Dampfsonderzug, aber wir fahren mit einem Triebwagen, mit so einer VT-Lok. Und wir haben schon bezahlt und wir fahren halt nachher in der Fluss zum Fotografieren die ganze Strecke nochmal ab. Und der Leon, der ist schon wieder müde. Ha? Ja, okay. Und dann muss das Auto auch noch mal filmen. Ja. Okay. Jetzt gehen wir mal vor zur Lok noch und dann müssen wir bald in den Waggon rein, okay? Ja. Also, dann geht ihr mal vor. Aber vorsichtig, wenn du runter gehst, Papa filmt alles, ne? Gehen wir her nochmal das Stellwerk filmen. Jawohl. Das waren mal die alten Stellwerke von früher. Heute geht ja alles elektronisch. So. Jetzt wollen wir mal gucken, wie der Leon da runter geht. Tschüss, mein Junge. Na, hier windet es wieder sich. Da kommt schlechtes Wetter. Guck mal, Papa winke. Jawohl. Fängt es wieder an zu winden. Kann man nichts machen. Jetzt gehen wir nochmal zur Lok vor. Ich filme heute mit der neuen Sony A7 III. Mal schauen, wie es wird in 4K. Ah, dann fährt er wieder die Lok. Ah ja, dann ist er gut. Ja. Ja, komm, gehen wir mal am Zug lang. So, dann fahren wir jetzt bald. Ja. So, der gute Lokführer, der haben wir wieder da. Ob der gut ist, wissen wir nicht. Ah ja, doch, Sie sind gut gefahren letztes Mal mit der Dampflok. Diesmal fahren wir wieder mit und Sie fahren mit der VT da, gell? Gut. Gut. Also, Leon, gehen wir mal zur Lok vor, schnell, komm. Schade, dass halt keine Dampflok fährt, aber man kann man nichts machen. Sie schalten mal so. Jetzt gehen wir mal vor zur Lok, Leon. So, mit dieser Diesel-Lok. Und mit dem Lokführer, der zur Neueröffnung fahre ich, mit dem fahren wir jetzt wieder mit. Der ist ganz glücklich, dass wir hier wieder mit dabei sind. Ne? Er steigt schon wieder in seine Maschine ein. So. Und dann nehmen wir noch die andere Kamera mit. Gell, Leon? Bleib da mal, dreh dich mal um, Leon. So. Papa geht zurück. Okay. So, jetzt geht es dann gleich los. Um 14:10 Uhr in Richtung Weizen. Bahnübergang geht zu und leider fahren wir nicht mit der Dampflok vorne dran als Bespannung, sondern mit so einer VT-Diesel. Schaffen wir es auch schon da? Hey, der Zugführer! Ah, der Zugführer! Ah, Entschuldigung! Schaffen wir mal keinen! Ja, machen wir, vor langer Zeit, oder? Ich will es selber schaffen! Ah, gut! Fahren wir gleich los, so! Gell? Du hast den Fahrer! Du, Leon, aber nicht rauslehnen, gell? Guck mal zum Papa. Leon. Hallo, mein Junge. Schönes Wetter haben wir noch, ne? Und wir schreiben heute schon wieder Pfingstmontag, den 21. Mai 2018. Jetzt geht's dann gleich los. Papa macht den da drüben auf zum Filmen nachher, ne? Wenn wir übers Viadukt fahren. Thank you.
Jetzt geht's gleich los in einer Minute. Jetzt kriegt man keinen Dreck ab. So gut. Hast du Essen geholt? Hast du Essen geholt, die Beute? Ein paar Worte zu unserem Zuglok. Zuglok ist heute ein historischer Diesellok der Baureihe V36, Baujahr 1939. Dieser Loktyp war der erste Loktyp in Deutschland gebaut, der über eine Säule nicht so weit hoch. Die Lok hat einen 6-Zylinder-Dolzmotor, der bei einer Spitzendrehzahl von 680 Umdrehungen eine Leistung von 360 PS bewegt und dies aus einem Kraftmotor von 98.000 Kubikmetern. Wir durchfahren jetzt den Kühlschrank. Im Anschluss haben Sie einen schönen Ausblick auf die Westseite in der Flüssenmortal. Dort sehen Sie auch schon und den Tal steigert den Papa rüber. Oder bleib da, ja gut. Oh ja, was ist denn der Waggon? Und ja, nichts nach dir. Leon, guck mal. Leon.
besser hier. Ist das gut? Der schaukelt heute oder der andere Magen war besser letztes Mal. Jetzt kommt gleich die Elfenhofer noch. Wolke und dann kommt der Bahnhof. Ja, ich sehe dich schon. Ja, guck mal zu mir. Schön. Super. Ja. Ja, jetzt haben sie angemacht im Waggon, siehst du? So, jetzt kommt die schöne Brücke hier, nicht? Oh, er fährt extra langsam zum Fotografieren, zum Filmen. Er fährt extra langsam. Möchte noch jemand Kaffee, Bier, Limonade? Alle zufrieden? Gut. Steigt niemand zu, dann geht's weiter. Der Lokführer noch aufgehört oder auch? Ja, ja. Er hat heute einen schönen Job, der Lokführer. Schön ruhig. Thank you.
den Beutel? Ja. Das war's eigentlich ganz gut. Der Meier war nicht verliebt, um auf den Kopf. Hat er immer Markus oder Anna? Und Leon, gefällt's dir? Ist langweilig, hä? Jetzt geht's leider wieder weiter. Achtung, Kinder! Ach, gut, sag ihr zwei. Oh, Schuldigung. Ja, und gib noch mal kurz zu Papa. So, ja. Jetzt geht's weiter, ja? So. Thank you.
großen Stockallee. Das ist ein Kreisviertel mit einem Radius von 300 Metern. Er ist 1,7 Kilometer lang. Wir überbrücken damit eine Höhe von 15 Metern. Der Kreisviertel mit der großen Stockhalle wurde angelegt, um die Höhe in einer Spirale zu beruhigen. Wenn Sie nach links aus dem Fenster sehen, können Sie zwischen den Bäumen unten die Gleise sehen, auf den wir später selbst wieder waren. Alles kaputt. Du musst nicht immer so weit rausgucken. Kannst nicht kommen, da ist keine dran. Guck, es kommt der Bahnhof. Guck mal, der filmt da oben. Alter, guck mal, wir hören den Lauffilme. Leon. Feiertag, da wird nichts geschafft. So. Wieder 6 Stück, also 5 plus
jetzt kommt Lausheim. Lohmet. Jetzt kommt die Wutachschlucht. Also, das ist asiatisch.
Das Baujahr. Schon mit Turbo? Ja, du hast es. Diese Aufladetechnik ist eigentlich uralt. Ja. Das hat man schon zwischen den Kriegen angefangen zu entwickeln. Die Lok ist ja für die Wehrmacht gebaut worden, so einfach wie irgend möglich, aber natürlich auf sowas verzichtet. Da wäre auch gar kein Platz für, weil das ist sowieso ein Ölfass, der so geladen. Der hätte da jetzt nicht mehr reingepasst. Ja, die sitzen ja immer dann am Ende. Vorne, in der Höhe hängt man mehr drauf. So, wir fahren jetzt hier 15 oder 40 Meter zurück mit dem Zug. Kannst du schnell fertig essen? Ja, ich esse schnell fertig, okay. Hä? Bringst du für... Ja, bring mal rein, okay? Rechts, Leon, gell? Leon, hebst du mal meine Flasche? Ja. Hey, es ist nicht so schlimm. Bleib halt da. Was? Ja, okay. Im Fernsehen, ne? Okay? Ich habe die Regeln sehr gerne.
So, toll. Er will es helfen. Dann haben wir vor einer Pfützenleon. Guck doch der anderen Seite raus, da kannst du auch gucken, schnell. Am Fenster. Jetzt kommt die Brücke. Jetzt geht es gleich weiter. Das ist Internet hier. Und das wird verkauft, oder? Weißt du, die erste Frage ist, ob das in der Altbildschule oder Mittelunterricht ist, oder sind es neue? Jetzt fahren wir. Nein, sind es neu. Wirklich ja neu gewesen, oder? Jetzt hat sie da ein bisschen gegessen, oder? Und da ist so eine Straße, oder? Wir haben Glück mit dem Wetter. Es regnet noch nicht. Es war ein bewölkt, aber
Das hält gerade so lang. Wir fahren jetzt aus dem Pizzaner Bahnhof raus in Richtung Eppenhofen und dann geht es weiter zum Endbahnhof nach Lohberg natürlich. Ja, gut. Können wir auch mal. Blick und ihr fahrt in Richtung Äpfelner Hofener Bahnhof weiter. Jawohl. Und das Wetter ist hervorragend. Gut zum Verreisen. Thank you.
Wenn eine Wanderung. Super. Wenn eine Wanderung war. Ja. Das ist super. Der Flugplatz, der ist da oben früher. Ja, okay. Ja. Hat er mir eine super Zeit. Ja, ja. Und das Glück, dass es für diese Fahrt ist. Ja, aber ich hatte euch nicht Spaß. Jetzt kommt der schönste. Die schönste Brücke. Schönen Nachmittag noch. Bitte. Ja, guck mal seine Lok, ne? Ob er alles richtig macht, ja? Der macht schon richtig. Ja. Also, gut gefahren.
dahin. Nimmt der alle Waggons mit wahrscheinlich? Ja, da steht sogar so ein Wochenschätzchen dahinter. Ah, der sitzt dahinter mit. Okay. Der Schiffsdienst hat schon klasse Samt. Ah ja. So, jetzt weiß ich nicht, warum die da jetzt da die zwei Waggons am Stehen lassen. Aber die wissen schon, was sie machen. Jetzt schieben sie die restlichen Waggons nach hinten. Die machen jetzt Rangierarbeiten. Ja, die habe ich. Aber kann es trotzdem noch mitnehmen.